Also ich höre es jetzt mal ernsthaft. Gibt es mal einen Tag, wo wir kein Drama haben? Schatz, kein Problem, wir geben Vollgas. Und musste das übrigens sein, dass du Delia anschreibst? Also ich sag mal ganz ernsthaft, das gibt mir alte Vibes, als ich Mike angeschrieben habe und gefragt habe, ob es ihm gut geht. Deine Vibes, ich hab sie angeschrieben, weil es Da, mir ein Bedürfnis war. warum du sie angeschrieben hast, das klären wir jetzt im folgenden Video. Und außerdem schalten wir nachher einen Special Guest dazu, die auch Rede und Antwort stehen wird, die mitten in München sitzt und nicht weiß, ob sie Mike heute noch über den Weg laufen wird. Dies und mehr jetzt in dieser Extra-Ausgabe der Buddies. Dann legen wir mal los. Special. Und können wir mal einen Tag kein Drama haben? Hat's kein Problem. Gott, nimm deinen Kaffee und los geht's. Ich habe einen kalten Kaffee. Lieben den Trash, sie lieben das Drama. Sind der Trash Edition sind famos. Und hier sind Gott sei Dank wieder Christine und Frank. So, da sind wir. Herzlich willkommen. Hier sind Samstag, wir. ein ungewöhnlicher Tag für die Buddies. Wobei ich habe ja das Gefühl, wir sind momentan 24/7 immer auf Anschlag, weil immer was passiert. Und jetzt hat dich Mike Zies mit in die Story reingezogen. Wir wollen aber erstmal drüber sprechen, was eigentlich so passiert ist. Ich habe ja ehrlich gesagt gar nichts mitgekriegt, denn ich habe wie ein Baby geschlafen. Du hast geschlafen. Ich bin gestern um 20:30 Uhr, wir schauten Chantal im Märchenland, ein Film, der dich sehr begeistert hat, ja, bei total. dem du sehr oft gekichert hast. Das ist Mega. dein Humor Ach, gewesen. total. Müssen wir heute unbedingt noch zu Ende gucken. Haben wir Chantal im Märchenland geguckt und dachten wir, als ich wach wurde, bin ich hier im Märchenland oder sind wir in der Reality-Bubble? Denn wir sind gerade mitten im Sommerloch. Und Dankeschön, Scheint so. Mike Zies, dass du uns da rausholst aus diesem Sommerloch. Wobei, da fällt mir ein, weißt du, was wir schon lange nicht mal gespielt haben? Was? Unser offizielles Mike Zies-Intro. Komm, spielen wir es doch nochmal. Spielst du es Spiel es noch jetzt? einmal, Sam. Ja, komm hier jetzt. Welche brandheißen News gibt es heute wieder über ihn zu vermelden? Eine neue Affäre? Gage, die wieder nicht ausbezahlt wurde? Oder der ganz normale Wahnsinn? Hier ist die Fernsehschatztruhe mit den exklusiven Mike Zies News. Genau, Dubai oder München. Große Liebe oder wieder nur heiße Luft. Wir erfahren es jetzt wieder in den exklusiven Mike Zies News. Also Popcorn bereit? Jetzt geht's los! Hey Leute, mein Name ist Mike Sees und ich freue mich wieder auf neue exklusive News aus meinem Leben. Mal schauen, was ich nun schon wieder gemacht habe. Aber begrüßt nun erstmal den Mann, der besser über mein Leben Bescheid weiß als ich selber. Ey Alter, hier ist der Fränki Buttermann. Also Popcorn bereit, jetzt geht's los. Schön, oder? Wunderschön. Also, willkommen hier bei den Mike Zies News, Ladies and Gentlemen. We are back in game. Ja, wie gesagt, ich heute Morgen wach geworden, da hattest du mir schon gefühlt 150 Nachrichten geschickt. Eigentlich nur eine. Ja, aber es fühlte sich so viel. Ja, gut, es waren auch viele andere, die mir geschrieben haben, irgendwie bei Insta und WhatsApp und Ja. Facebook. Und ich, alle nur so: Patti, Patti, hast du gesehen? Hast du Aufstehen, gesehen? Hast du gesehen? aufstehen! Nein, 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 was ist los? Was ist los? Also, versuchen wir erstmal aufzudröseln. Es war so, dass gestern Delia und Mike nach Deutschland gekommen sind, am Freitag. Ich habe keine Ahnung, wann sie Ich gekommen glaube sind, gestern. aber Ich ja. glaube gestern. Korrigiert mich gerne. Ich glaube Jedenfalls sind sie gestern. jetzt da. Zumindest hat unsere Informantin, mit der wir nachher sprechen, gestern die Nachricht bekommen, dass sie in Deutschland sind. So, und der Grund war, dass Delias Bruder Hochzeit feiert. Jetzt weiß ich allerdings nicht, war gestern die Hochzeit oder ist heute die Hochzeit? Ich schätze mal, die war gestern. Weil wäre sie heute, dann würde sie gar nicht dran teilnehmen, weil sie ja mittlerweile wieder in München ist. Aber nun gut. Sie in Nürnberg, er in München, sie zur Hochzeit ihres Bruders. Und er war ein bisschen geknickt, weil er hatte sich erhofft, dass sie ihn mitnimmt. Einführung in die Familie. Einführung in den Adelsstand, sozusagen, kann man das nennen, oder? Ja. Bei Familie Delia.
Also von und zu Delia. Da wollte man den Herrn von und zu Mombalin Cis, oder wie auch immer er heißt, wollte man da einführen. Also er wollte, dass er eingeführt wird. Sie fand das allerdings nicht richtig, denn sie hat gesagt, das ist die Hochzeit meines Bruders, das ist der wichtigste Tag in seinem Leben. Genau, das, und das ist sein nicht Tag. Der richtige Tag für The Mike Cis Shows und schon gar nicht für Behind the Cis. Yeah. Oder Behind the Wedding oder was auch immer. Und das fand er anscheinend nicht so lustig. Jetzt musst du mir mal aus Sicht der Braut erklären. Wir haben ja übrigens, wir haben einen Hochzeitstag. Der Braut? Wir passten, also du warst ja auch eine Braut letztes Jahr. Ach so, ja. Wenn jetzt sozusagen als Beispiel deine Schwester, die glücklich verheiratet ist, wollen wir an dieser Stelle sagen, aber wäre sie neu verliebt seit 8 Wochen mit Mike Cies, in Mike Cies, möchte ich mir nicht vorstellen, aber wir nehmen das einfach mal an. Dann wäre Mike Cies ein anderer Mensch. Oder deine Schwester wäre ein anderer Mensch, man weiß es nicht. Aber stellen wir mal vor, wir heiraten. Ja. Hättest du gesagt, bring doch den Mike Cies mal mit auf die Hochzeit, kannst du unseren Eltern mal vorstellen und mir mal vorstellen, was das für so ein Vogel ist, mit dem du nach Dubai ausgewandert bist? Ja, oder wenn gesagt, meine Schwester mich fragt, kann ich den mitbringen, dann ja, wegen mir. Okay, auch wenn es Mike Cies ist, wenn du gewusst hättest, wer das ist. Ja. Okay. Es ist ja, also sie muss ja mit ihm ins Bett gehen, nicht ich. Also, what? Das ist ihr. Werden wir schon wieder unten schlüpfrig? Nee, werden wir nicht, aber das... Na gut. Ich muss ja nicht mit ihm klarkommen. Auf jeden Fall hat Delia sich dafür entschieden, dass das keine gute Idee ist. Was da ihr Beweggrund war, das weiß ich nicht. Ob das ihr eigener war oder die Familie ihr nahegelegt hat, das nicht zu tun, das wissen wir nicht. Aber sie hat sich dafür entschieden zu sagen, ich gehe alleine hin. Ist ja auch ihr gutes Recht. Ist ihr gutes Recht. Und man könnte auch sagen, ist es auch sein gutes Recht zu sagen, finde ich nicht so lustig. Oder finde ich nicht, fühlt sich nicht gut an. Ja, natürlich. Also ich würde mir ziemlich doof vorkommen. Das muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich würde mir echt blöd vorkommen. Okay. Und deswegen ja. Ja. Okay. Allerdings reagiert er nicht wie jeder normal denkende Mensch reagiert. Nämlich, dass er einfach geknickt ist, ein bisschen traurig ist, vielleicht ein Tränchen vergießt oder ihr schreibt, ich denke trotzdem an dich, an dem schönsten Tag deines Bruders. Grüß die Familie von mir, vielleicht sehen wir uns ja bald irgendwann mal. Was man auch immer so macht, wenn man ein bisschen geknickt ist. Sondern er fuhr durch München in Autos, er lief durch München, er war wieder im Hugos, er hat München unsicher gemacht und hat angefangen, erstmal kryptisch Instagram-Stories zu schreiben. Wir werden übrigens bewusst kein Originalmaterial verwenden, wie das andere YouTuber heute schon wieder getan haben und auch übrigens Nachrichten vorgelesen haben in ihrer bekannt liebenswürdigen Art und Weise. Kannst du gerne machen. Ich habe mal die Karten vorhin gelegt und habe sozusagen das Universum befragt, ob dieses Video eventuell abmahnfähig ist, weil du Dinge behauptet hast mit Originalmaterial, aber die Karten konnten mir keine richtige Aussage dazu geben. Egal. So, dann war es also so, dass er kryptische Nachrichten auf Instagram geschrieben hat und dann gab es allerdings Video-Stories. Ja. Und da fing er an, jetzt müssen wir mal gucken, er hat sie mittlerweile alle gelöscht. Aber wir können ja drüber reden. Indem er Dinge geleakt hat von ihr, die muss man sagen, egal ob sie stimmen oder nicht, da steht uns gar kein Urteil zu, nö, einfach nicht nett sind. Wenn ich der Mann an der Seite einer Frau bin und sage, ich liebe sie und sie liebt mich und ich bin ein bisschen pisst, weil ich nicht mit zur Hochzeit des Bruders darf und dann solche Sachen liegen, da reden wir über intimste Stories, ja, oder? Ja, es war einfach verletzend. Geht da um, ja, wie kann man es ein bisschen umschreiben vielleicht? Es geht um Substanzen, es geht um berufliche um Jobs, Tätigkeiten. Jobs, die lukrativ sind wahrscheinlich. Und überhaupt keine Schande. Also, und überhaupt keine Schande sind? Überhaupt nicht. Also genau. So, ja. Und das alles, muss man kurz sagen, ich geschlafen, du 4.30 Uhr aufgestanden, weil 5 Uhr auf dem Weg zur Arbeit, 6 genau. Uhr hinterm Herd, weil du musst bei uns ja die Kohle nach Hause bringen. Ja, genau, so ist es. Auch am Wochenende übrigens. Ja, so ist es. Und auch wenn es draußen 40 Grad heiß ist. Ich habe noch geschlafen, den Schlaf der Gerechten, und du hast diese Stories gesehen. Ja. Du hast auch ihre Stories, glaube ich, gesehen. Sie hat ja relativ schnell ich habe erst seine gesehen und dann habe ich mal bei ihr geguckt und dann habe ich auch geschrieben. Also ich, ja. Stopp, nicht zu schnell spoilern.
Ja, also, dass ich hier geschrieben habe, das ist kein Spoiler, weil es hat ja schon jeder gelesen. Das sind wir noch nicht. So, und wie waren denn Ihre Storys? Sie hat eher darauf reagiert, glaube ich, in puncto Beweis erstmal, was du da schreibst. Ja, und also ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, so Schadensbegrenzung oder erstmal, also sie, glaube ich, ist gar nicht damit klargekommen. Und sie hat unter anderem auch geschrieben, warum muss man eigentlich Dinge immer in der Öffentlichkeit beitreten, ohne sie privat klären zu können. Aber das ist sein Leben. Und ja. Und dann hast du, jetzt muss man kurz sagen, du hast ihr dann geschrieben über Instagram, ne? Über Instagram, ja klar. Was war für dich sonst? Was war für dich der Beweggrund? Also hast du ein bisschen überlegt und so das wie getan? Ich, oder was? Hast du direkt gemacht? Also ich habe das direkt gemacht. Bist du impulsgesteuert, wie Mike siehst? Nein, aber ja, ein bisschen vielleicht. Aber ich habe die Stories eben von Mike Thies gesehen und so, wie ich es da reingeschrieben habe, die waren böse und die waren verletzend und sie hat mir einfach leid getan. Und Mike hat in der Tat diese Story, also diesen Kommentar, den du an sie geschrieben hast. Ja, die Nachricht. Genau. Ne, das war ja das Kommentieren auf eine Story, weil die Story war ja oben noch eingeblendet. Ja. Das war ja auf die Story kommentiert, privat kommentiert. Dieses hat er veröffentlicht, wie gesagt, mittlerweile wieder offline genommen. Wobei ich mich frage, woher hat das? Ob von ihr oder ob er die Login-Daten von ihrem Instagram hat. Beides halte ich für möglich. Ich habe eine Tendenz, mir wurde auch was zugespielt. Da möchte ich mich aber nicht zu äußern. Aber beides ist möglich. Also wir halten es für möglich, dass sie es ihm rübergeschickt hat. Aber auch, dass er die Möglichkeit hat und ihren Login weiß. Oder vielleicht hat sie sich mal von seinem Handy aus eingeloggt und das war noch gespeichert, dass er die Möglichkeit hatte, das zu screenshotten. Und sie hat dir, du hast mir gesagt, innerhalb von Sekunden geantwortet. Ja, aber das ging total schnell. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass sie antwortet. Ich wollte einfach nur, dass sie das weiß, dass ich das so... Fangen wir doch empfinde. Mal damit an. Du liest uns mal vor, was du ihr geschrieben hast, damit sich alle mal... ein Bild und ich werde auch nur vorlesen, was ich geschrieben habe und nicht, weil es inzwischen gelöscht ist, sondern... Nö, da sage ich leider noch was zu, aber genau. Sondern, weil ich das also nicht mache. Lies einfach mal deinen Post vor, den du ihr geschrieben hast. Ja, also, angefangen mit Odelia, ich hoffe, dir geht es gut und ich hoffe, jemand fängt dich auf. Ich habe gerade die ganzen Storys von Mike gesehen, so böse und verletzend, Entschuldigung. Fühl dich gedrückt und ja, ich bin die Frau vom bösen Buttermann, aber die Nachricht schreibe ich dir nicht, um zu triggern, sondern weil ich dich echt sehr nett finde. Und das ist so. Genau. Und daraufhin hat sie geantwortet, dann hast du zurückgeantwortet, dann hat sie wieder geantwortet. Ihr habt so ein kleines Gespräch geführt. Ja. Kannst du kurz mal zählen, wie oft hat sie auch geantwortet auf deine Nachricht? Ja gut, die müsste ich jetzt in den Screenshots gucken, wie oft sie geantwortet hat. So, also so 5, 6 Mal bestimmt irgendwie. Ja, das ging ja eine ganze Weile. Genau. Übrigens, kurz zur Info, sie hat mittlerweile ihre Nachrichten, ihre Antworten gelöscht. Genau. Aber ist natürlich ja okay. Haben wir die. Ja, aber also es ist okay. Ja, ja. Ich verstehe es auch, weil wenn man, sie war, glaube ich, wirklich verletzt und sauer und... Das heißt, sie hat über ihn, also sie nein, hat nicht sie gut hat über ihn gesprochen oder was? Nein, aber man schreibt halt schnell Dinge, die man danach gar nicht so meint oder die man nicht geschrieben hätte und vor allem nicht mir. Deswegen habe ich das auch gleich reingeschrieben in der ersten Nachricht, dass ich deine Frau bin. Ich hoffe doch. Ja. Und das auch nicht der Grund ist, dass du sie triggern möchtest. Das war einfach wirklich lieb gemeint. Okay. Und ich glaube, sie hat das auch lieb aufgefasst. Sonst hätte sie ja nicht geantwortet und sie hat ja doch recht offen geantwortet, sodass man davon ausgehen kann, dass es ihr gut getan hat, sich gerade ein bisschen zu äußern. Ja, also zumindest, glaube ich, hat sie keiner gezwungen. Genau, sie war ja auch, glaube ich, auf dem Weg nach München im Zug und war alleine da unterwegs oder so, ne? Genau. Ja, warum sie es gelöscht hat, keine Ahnung, muss sie wissen, wird sie wissen, vielleicht im Auftrage von ihm, vielleicht weil sie selber nicht möchte, dass das noch lesbar ist, whatever. Ja, ich kann es verstehen, alles okay. Ja, ansonsten war es dann so, dass er hat übrigens auch ihre Fotos und alles gelöscht gehabt von Insta, ganzen Pärchenfotos, alles weg. Und hat dann aber die Stories auch alle wieder gelöscht. Die waren dann morgens um 9, so ungefähr um 9 rum, waren die alle wieder weg. Und dann hat er noch im Laufe des Tages irgendwie geschrieben, stopp, wir sitzen gerade beisammen, klären alles und äußern uns nachher. Fand ich sehr schön übrigens den Post von Ramon Wagner,
dass der darauf geschrieben hat, vielleicht klärt man erst alles und äußert sich dann, anstatt immer dieses öffentlich äußern und dann irgendwas klären, ist vielleicht die richtigere Reihenfolge. Ja. So, wie denkst du, geht's jetzt weiter? Und vor allem hat er gesagt, das ist schön für 2 Tage in München zu sein, dann geht's in meinem neuen Leben wieder zurück. Ja. Heißt zurück, es geht wieder nach Dubai, heißt zurück mit ihr nach Dubai oder aufgrund dessen, weil sie ja Sehnsucht nach ihren Freunden und so weiter, Familie hatte, bleibt sie in München. Was ist deine Annahme? Wie geht's weiter? Also ich bin mir nicht sicher, ob ich das so alles verzeihen könnte. Du weißt, ich glaube nicht. Nach Dubai gegangen. Davon nee, das jetzt nicht, aber alles, was er jetzt so gemacht hat und ich glaube, das hat sie auch wirklich schockiert, was er da alles rausgehauen hat. Ich denke aber, dass sie sich wieder zusammenraufen. Ja, wir haben das alle ist so ein mein bisschen, Gefühl. Alle so ein bisschen, also mit denen ich mich das heute connected Gefühl. Habe, alle so ein bisschen das Gefühl, es gibt nachher die große Versöhnungsstory. Ja, und das Problem ist nur, es ist halt alles im Netz. Also was geschrieben wurde, bleibt geschrieben, natürlich. Was gesagt wurde, bleibt gesagt. Ja. Da kannst du löschen, wie du willst. Die Sachen sind da. Und es hat sie ja wirklich verletzt. Und ich habe auch heute Morgen eben geschrieben, also wenn sie sich wieder versöhnen, dann soll sie ihn mal richtig auf den Pott setzen. Weil sowas geht nicht. Sowas geht einfach nicht. Ja. Und ich habe auch absolut nicht, also Mike hat es ja, glaube ich, gelesen, alles. Und ich habe auch nicht negativ über Mike geschrieben, weil mir das einfach nicht zusteht. Das ist ja deren Beziehung. Also das müssen die beiden ganz alleine, ich kenne beide nicht. Ja. Ich habe das als Außenstehende, habe ich ihr geschrieben und habe es wirklich gut gemeint. Und ich schätze, sie hat das verstanden, auch wenn andere das nicht so verstanden haben. So schaut's aus. Zum Beispiel Kartenliga oder so. Ja. Oder Zuschauer des Kartenligas. Mhm. Egal. Das war erstmal unser erstes Statement dazu. Wir gucken mal, ob es an diesem Wochenende nochmal ein Statement geben muss, weil irgendwelche Dinge noch ungeklärt sind. Ansonsten wäre jetzt erstmal alles gesagt. Und trotz alledem habe ich mir überlegt, wen kann ich mir jetzt noch mit ins Gespräch dazu holen, die ein bisschen in die Sache involviert ist und die sich gerne äußern möchte. Und wenn sich jemand immer gerne äußern möchte, dann ist es ja gerne Nadine Jolie, den Finger hebt und sagt irgendwie, ich würde gerne was dazu sagen. Ja, dann sagst du halt was dazu. Und dann machen wir ein kurzes Gespräch. Ich hatte ja noch nie ein Interview mit ihr, somit bin ich der Letzte in der Nahrungskette sozusagen, der jetzt auch ein Interview mit ihr führen darf. Bist aber der Letzte. Das und der wahrscheinlich. Mich würde einfach mal interessieren, was denkt sie über das Wochenende? Vor allem hat Mike sie kontaktiert, eventuell. Er hat ja durchaus Gott in die Welt kontaktiert, seitdem er wieder in München ist. Vielleicht möchte er ja schon mal checken, ob dann noch die Tür offen ist, ob noch ein warmes Bettchen zur Verfügung stehen würde. Würde Delia ihn vor die Tür setzen? Man weiß das ja am Ende alles nicht. Man muss ja erstmal alles so ein bisschen abchecken. Also schalten wir jetzt mal ganz schnell um, sozusagen vom Allgäu nach München, ist gar nicht so weit entfernt, denn die liebe Nadine Jolie ist jetzt gerade live auf einem Tennisturnier. Und spielt mit den Reichen und Schönen, heute meine ich Golf, sondern Tennis. Und da schalten wir jetzt mal um zu dir. Hallo Nadine Jolie, wie geht's dir? Hallöchen. Hallöle. Yes, hello. Guck mal, ich bin ganz am Ende der Nahrungskette. Jetzt haben wir auch mal das Vergnügen, miteinander zu sprechen. Und ich möchte natürlich... Spontan. Bitte was? Spontan. Spontan, in der Tat. Ich bin hier gerade am Tennisplatz. Okay, ja, sehr schön. Die Reichen und Schönen spielen samstags mittags Tennis in München, oder? Ja, heute mal nicht golfen. Sehr schön. Und ich habe mitbekommen, dass du irgendwie, glaube ich, vor 1-2 Stunden überhaupt das mitbekommen hast, was da los war. Du hast sozusagen gestern Abend und heute Nacht gar nicht im Thema drin. Überhaupt nicht. Also ich habe mitbekommen, er ist irgendwie in Dubai mit seiner neuen Flamme, die auch Reichweite möchte. Wie kommst du denn darauf? Ja, es spricht sich da so einiges rum. Ja. Aber ja, ich habe das auch von verschiedenen Gossip-Seiten eben zugeschickt bekommen. Mhm. Und ich weiß jetzt wieder, er ist wieder in München, wo ich mir denke, oh my goodness, hoffentlich begegnet er mir nicht mehr. Beziehungsweise gibt mir mein Geld endlich mal zurück, weil das schuldet er mir ja auch noch. Ja. Aber ansonsten weiß ich jetzt nicht viel. Ich habe mitbekommen, er ist irgendwie im Hugos gewesen, da hat eine Story irgendwas gepostet. Eine Freundin hat mir geschrieben auch, die mag ihn ja gar nicht. Die haben auch schon miteinander sich angelegt, eine gute Freundin von mir. Die hat auch geschrieben, Nadine, komm ja nicht ins Hugos, dir begegnet sonst
Ja, das Ungeheuer. Ich würde mal erstmal gerne wissen, wie hast du denn so die Zeit in Dubai zwischen den beiden wahrgenommen? Hast du die Stories, Videos angeguckt? Hast du ein Gefühl dafür zu bekommen, wie echt ist diese Love Story? Sie haben ja zumindest immer wieder gegenseitig auch in Videos gesagt, sie würden sich lieben. Er kam ja sehr harmonisch daher, hat ja auch innerhalb von Videos Küsse gegeben, was man von ihm ja gar nicht so kennt. War das für dich echt oder hast du gleich ein Gefühl gehabt, boah, na, das ist mehr inszeniert, als dass es echt ist? Das war von Anfang an, ist das alles inszeniert. Also es ist auch nach wie vor inszeniert. Klar gibt es da wahrscheinlich ein bisschen Gefühle in dem Ganzen, weil man hängt ja doch miteinander ab. War ja bei mir das Gleiche, wir mochten uns, aber that's it. Und dann macht man halt einfach Show und das macht auch die Delia sehr gut. Also ich bin da immer noch Team Delia, die soll weitermachen, die soll Reichweite aufbauen. Das ich auch von Anfang an gesagt, das ist ja auch ihr Plan und War ja auch ja. ein bisschen dein Plan, oder? Ja, ich habe es ja zugegeben und Ja, von mir genau. Anfang an ja auch der Plan und auch zusammen. Er hat gesagt, ja cool, das können wir machen. Ich habe ja immer gesagt, ich hole dich rein in das Gute, in das Schöne und Reiche hier in München. Hab gute Leute, hab einen Business Club und so weiter. Ich kann dich da gut reinbringen, aber er wollte nicht und ich habe ihn gelassen. Er ist dann auch ausgezogen wieder aus meiner Wohnung. Hättest du dir auch vorstellen können, mit ihm nach Dubai zu gehen? Also ich war ja schon 2,5 Jahre in Dubai, ich habe in Dubai gewohnt, ich weiß, wie das Leben in Dubai ist. Es war auch auf dem Tisch, dass wir gesagt haben, lass uns doch zusammen irgendwie YouTube machen, lass uns 50-50 das Ganze teilen. Sag ich ja, okay, kein Problem. Es kann auch alles über mich laufen, man kann Konto über mich eröffnen, das war ja auch alles so mein Plan und auch sein Plan. Aber dann kam ja alles anders und ja, jetzt hat er es scheinbar mit ihr umsetzen wollen, aber hat wohl nicht hingehauen. Aber wenn du 2,5 Jahre in Dubai gelebt hast, hättest du eventuell den einen oder anderen Tipp für die beiden gehabt, wie man so einen Start in Dubai besser hinbekommt als das, was sie da veranstaltet haben? Also ich habe ja mitbekommen, der Start ging ja los mit Patrick. Und mit Patrick habe ich ja auch viel Kontakt gehabt in der Zeit, wo Mike bei mir war. Okay. Und Patrick hat ja auch immer gesagt, das ist ein Lügner, mach ja nichts mit dem und so weiter. Deswegen hat es mich ja umso mehr verwundert, dass plötzlich Mike in Dubai bei Patrick sitzt. Und dann dachte ich mir, wow, krass, also mir macht er Sprachnachrichten, wie verlogen und krass eigentlich der Mike ist. Dann habe ich eben die Tatsachen mitbekommen, jetzt sitzt der Mike in Dubai bei Patrick. Und die Delia fliegt nach und dann wusste ich, okay, die Delia, also wenn die so eine Geschäftsfrau wäre, man kann nicht einfach von heute auf morgen irgendwie sich in den Flieger setzen, wenn man Marketing, ja, Marketing, also ich bin ja selber im Marketingfeld, aber das geht halt nicht von heute auf morgen und die haben ja sofort versucht, irgendwie innerhalb 2, 3 Tage, dass sie da nach Dubai fliegt und das war für mich alles, wo ich mir denke, oh mein Gott, geht ja schon schräg los, ganze Genau, Thema. vor allem, dass man vorher nicht checkt, ob der Reisepass noch gültig ist und so weiter. Das war ja dann alles wohl sehr spontan irgendwie, keine Ahnung. Ja. Aber wenn du sagst, es hat dich gewundert, dass Mike dann da bei Patrick gesessen ist, war dir klar, das kann keine fruchtbare Geschäftsbeziehung werden, weil irgendwie beide da nicht so seriös daherkommen, oder? Nun gut, also es hätte schon was werden können, wenn beide mal wirklich an einen Strang ziehen. So wie ich auch zu Mike gesagt habe, wenn wir beide an einen Strang ziehen und wir ziehen das einfach durch, dann kann da Großes fruchten. Aber wenn der eine mit dem anderen nicht einig wird, so wie es bei mir ja auch war, dann trennen sich Wege. Und bei mir halt Gott sei Dank so ein bisschen im Stillen und Leisen, wo ich auch immer gesagt habe, nee, ich will da eigentlich gar nicht so groß Tamtam machen. Also klar habe ich dann ein Interview gegeben mit Malkiel, aber das war dann auch so, wo ich mir denke, okay, bis hier und nicht weiter und das war's dann. Und ciao, Kakao. Und jetzt denke ich halt wieder, oh Gott, jetzt ist er wieder in München. Also hoffentlich begegnet er mir nicht eben. Aber ja, die Thematik Dubai war von Anfang an für mich. Ja, von der Beobachtungsseite aus, ja, zum Scheitern verurteilt. Okay. Hast du Mike geglaubt, als er erzählt hat, dass er von der Vergangenheit von Patrick nichts gewusst hat? Weil eigentlich haben es doch die Spatzen von Dächern gepfiffen, oder? Ja, weiß ich nicht. Also ich habe schon auch viel gelesen über Patrick erstmal, wie ich auch mit Patrick Kontakt aufgenommen habe. Okay. Weil ja auch wir Richtung, also ich bin ja immer noch Richtung Dubai fixiert auch, also nach wie vor, eventuell gehe ich wieder zurück, ist aber jetzt auch noch nicht fix, also und deswegen wollte ich erstmal wissen, wer ist Patrick, vielleicht hilft er mir, weil er auch eine Marketingfirma dahinter steckt. So und deswegen habe ich auch ein bisschen geguckt und also ich habe jetzt nicht so krasse Sachen gefunden, wie ihr alles gefunden habt, weil ich habe da jetzt auch noch nicht so Fokus drauf gesetzt, Okay. aber ja, also wenn man das macht, dann glaube ich, sollte man doch gescheit forschen, damit man da weiß, wo man eigentlich landet.
Genau, auf der anderen Seite, aber wir stellen uns mal vor, wie gesagt, du hast 2,5 Jahre in Dubai gelebt. Was hättest du ihnen denn geraten? Wie hätten sie den Start besser starten können? Was hätten sie anders und besser machen können, um einen YouTube-Kanal mit positivem Content, denn sie hat ja versucht, 2 Wochen lang jeden Tag positiven Content zu produzieren. Wir gehen einkaufen in die Mall oder machen dies oder machen jenes. Man hat ja wiederum gesehen, so richtig gut haben die Videos nicht geklickt, im Gegensatz zu den Videos, wo es einfach um negativen Content ging, wo es um Beef ging. Das scheinen die Leute mehr darauf fixiert zu sein. Was hättest du ihnen geraten und was sagst du zu der zu der Neuausrichtung, jetzt 3 Kanäle haben zu wollen? Kanal Nummer 1, positiver Content, Kanal Nummer 2, ich blicke hinter die Kulissen, Kanal Nummer 3, Delia kocht ihre Bolognese 6 Stunden lang auf YouTube. Was ist da, was hätte man besser oder anders machen können? Also zu deiner ersten Frage, was ich Ihnen raten kann, da einfach mal Fuß zu fassen. Also wenn man nach Dubai geht, muss man erstmal, also sich erstmal checken lassen. Man braucht einen Bodycheck. Man muss erstmal für den Reisepass quasi, dass man ein Visum bekommt längerfristig. Also man hat 3 Monate Touristenvisum. Danach sollte man sich endlich, also in den 3 Monaten bemühen, Bodycheck zu machen, Blutabnahme etc. Das brauchen die alles, also die ganzen Behördengänge, damit du Resident werden kannst in Dubai. Und die Zeit, 3 Monate, ist knapp. Also ich habe, wie ich nach Dubai bin, sofort gehandelt. Und es hat wirklich 3 Monate gedauert, bis ich wirklich mein Touristenvisum, also weg bin von dem Touristenvisum zum Pass quasi, wo das Visum dann drinnen geklebt ist. Und da hätte ich halt von Anfang an gleich mal das alles erledigt. Und dann kann man sagen, okay, ich bin jetzt Resident. Und dann hat man erstens mal den Kopf frei. So, und dann kann man auch andere Geschäfte machen. Also Okay. Und du gehst aber davon aus, dass die beiden aktuell dieses Touristenvisum nur haben, oder? 3 Monate hat jeder Touristenvisum. Man Okay. kann als Tourist einfach einreisen, 3 Monate bleiben, aber dann musst du wieder ausreisen. Alles klar. Gut, dann haben sie ja eigentlich den ersten Monat fast schon hinter sich, vergeudet mehr oder weniger, um dafür zu sorgen, um sich ein Standbein aufzubauen. Gut, jetzt reden wir mal über über dieses Wochenende, was ja irgendwie ganz dramatisch war. Was hast du mitbekommen? Hast du schon Infos darüber gelesen und so weiter, was gestern Fakt war? Denn keiner wusste davon, dass sie ja wieder zurück sind. Sie in Nürnberg, er in München. Hast du auch heute erst davon mitbekommen? Also mir wurde gestern in der Nacht, klingelte mein Telefon anonym. Okay. Ich bin rangegangen, und es war ja eine ähnliche Stimme von Mike. Ich weiß nicht, ob es er war oder jemand anderer. Komm ins Hubus, komm ins Hubus. So, und wieder aufgelegt. Und ich so, okay, krass, was war das denn? Dann schreibt mir gleichzeitig eine Freundin, Nadine, der Mike ist im Hubus. Und ich so, okay, krass. Und also irgendwann wurde ich halt informiert, Mike ist wieder in München. Okay. Nee, ich so, okay, krass. So, und dann habe ich halt die ganzen Stories auch zugeschickt bekommen und auch von den ganzen Gossip-Seiten ja jetzt eben gerade gesehen. Und ich denke mir halt, oh mein Gott, Junge oder Mädel auch, also was da halt rausgehauen wird, unglaublich. Eine Delia, die angeblich koksen soll, aber da braucht sich der Mike nicht viel wegnehmen. Kann ich sagen, weil ich es ja schon selbst auch erlebt habe über Freunde und Co. Okay, Hier in also München. Glashaus am Ende, ja? Genau. Dann, dass sie sich prostituiert. Ich kann das Wort gar nicht aussprechen. Das ist nicht mein Gebiet. Auf alle Fälle, sie ist angeblich eine Escort hier in München und so weiter. Hat er Also man weiß, gesagt, ja. vielleicht sind das ein paar, okay. Vielleicht hier in München, aber dass er das raushaut und das halt jetzt quasi dem ganzen deutschen Staat quasi zu Füßen liegt, dass eine Delia in Zukunft diesen Stempel eben hat. Ist echt krass. Jetzt hat er ja wohl vor 1, 2 Stunden oder so komplett alles wieder gelöscht. Ja. Typischer Mike-Manier, man haut raus und 2 Stunden später wird alles wieder gelöscht. Was natürlich trotzdem bedeutet, dir wurde es zugespielt, es haben sämtliche Leute natürlich alle Stories gesichert, ob du es löscht oder nicht, es ist jetzt im Netz und es wird verbreitet und so weiter. Und jetzt sind sie angeblich seit Stunden im Gespräch irgendwie und wollen heute Abend ein Statement raushauen. Wir wollen nochmal kurz sagen, also was ich dem irgendwie entnommen habe, ist auch sie in Nürnberg, weil ihr Bruder ja Hochzeit hat und sie wollte gerne daran teilnehmen, logischerweise, was ja verständlich ist. Sie hat ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, im letzten Live in Dubai ja auch gesagt, dass sie unheimlich ihre Freunde vermisst, dass sie München vermisst, sie vermisst ihre sozialen Kontakte und so weiter. Und er hat ja darauf gesagt,
ich brauche die nicht. Also ich brauche die nicht und ich kann auch ganz gut mit mir alleine leben. Also anstatt ein bisschen Empathie zu zeigen dafür, dass seine Freundin, also die Frau, die er angeblich liebt, wie er sagt, irgendwie einfach Sehnsucht hat, dass ihr die sozialen Kontakte fehlen, ist seine Antwort darauf, ich brauche die Leute nicht. Also so Empathie weit weg. Jetzt ist sie also in Nürnberg und er hat sich so ein bisschen wohl, wenn ich dem so folge, getriggert gefühlt, dass sie ihn ihrer Familie noch nicht vorgestellt hat und dass dieser Hochzeitstag eigentlich aus seiner Sicht der richtige Tag gewesen wäre, um Mike ein bisschen in die Familie einzuführen, mal vorzustellen, sagen, das ist mein neuer Freund, mit dem bin ich in Dubai und so weiter. Und kannst du verstehen, dass er sagt, ich fühle mich so getriggert, dass sie mich nicht mit zur Familienfeier nimmt, weil aus seiner Sicht irgendwie versteckt sie mich oder schämt sich für mich, was auch immer. Kannst du nachvollziehen, dass er das richtig scheiße fand? Oder sagst du, na, vielleicht ist es einfach auch noch nicht der richtige Zeitpunkt oder ein Hochzeitstag auch nicht der richtige Tag, um eine Mike-Show zu veranstalten, sondern der wichtigste Tag ist der wichtigste Tag ihres Bruders? Also mal deine letzte Frage hier aufzugreifen. Ja, das stimmt. Der wichtigste Tag von einer Hochzeit ist das Ehepaar und das soll auch im Mittelpunkt stehen und da hat sich keiner mit einzumischen. Da sind auch andere Gespräche eigentlich gar nicht hin, also braucht man gar nicht aufmachen. Und so jemanden, also wirklich, wenn es eine Beziehung ist, jemanden vorzustellen der Familie und den Eltern und wirklich so als Liebe, dann ist doch eine Hochzeit von der oder vom Bruder echt nicht das Richtige, nicht der richtige Zeitpunkt. Und zudem, dass Delia quasi sich auch äußert in Dubai, sie vermisst ihre Freunde und dann sagt Mike ja oft, ja, scheiß doch auf die Leute. Kenne ich auch von mir. Ich habe hier in München einen wahnsinnig guten Freundeskreis und der ist auch groß. Und er hat aber immer mich auch weggezogen und hat gesagt, nee, du brauchst die nicht und lass sie doch alle mal in Ruhe und lass unser Ding selber durchziehen. So. Also von dem her, das ist wieder typisch Mike. Er möchte, einer Seite möchte er die Leute immer wegziehen. Er möchte quasi sein Ding selber aufbauen mit einer Person, aber es geht halt nicht, weil Menschen brauchen Menschen, ist nun mal so. Und das zweite Ding eben, er möchte, wenn irgendwas im Mittelpunkt ist, das möchte er zerfleischen und irgendwie verwirren, dass er quasi wieder im Mittelpunkt steht. Also wie jetzt mit der Hochzeit, wo er sich, also wenn er das machen würde und er denkt sich, okay, wir gehen da jetzt hin auf die Hochzeit und du stellst mich gleich mal deinen Eltern vor und so, dann wäre das quasi auch wieder, also es wäre quasi so ein Nebeneffekt und das gehört halt auf eine Hochzeit einfach nicht. Genau, Ehepaar gefeiert zu werden. In dem Sinn, liebe Grüße an das Hochzeitspaar. Genau, habt eine schöne Feier. Ja, ist echt so. Und aber kann das wirklich sein, dass ihn dieser Punkt so getriggert hat, dass er wirklich gestern Abend wieder durch München läuft oder im Auto sitzt er ja in seinen Stories, in den Anfangsstories, dass er in München durch die Gegend fährt und diese Sachen über Delia raushaut, Escort, Substanzen etc., hat ihn diese Hochzeitsgeschichte so getriggert, ist er so leicht aus der Fassung zu bringen? Kennst du ihn so? Also da muss schon ein bisschen mehr vorfallen. Ich glaube, also bei mir war es nicht so, wenn wir ein bisschen gestritten oder diskutiert haben, dann war das halt so unter uns. Aber wenn es ihm too much wird, dann geht er raus und braucht erstmal frische Luft, will erstmal 10.000 Zigaretten rauchen und so. Das ist halt dann wieder so Mikes Attacke. Aber dass er das dann in Instagram postet und sämtliche Sachen reinschreibt, also da muss wirklich ein bisschen mehr im Hintergrund vorgefallen sein, weil ich glaube, so einfach macht man das auch nicht und das macht auch, glaube ich, er nicht. Aber das, was er schreibt, das sind halt dann immer die Wahrheiten, also schon, glaube ich auch, weil ich über Delia ja auch hier in München immer wieder Sachen zugeschickt bekomme, auch mit Escort oder mit Drogen und so weiter. Okay. Ja, aber das, ja, ob es ihn triggert oder dass sie quasi jetzt weg war. Aber egal, was davon jetzt stimmt oder nicht, auch wenn du sagst, du hast das auch oft genug gehört, die Geschichten und so weiter, aber es ist ja trotzdem nichts für die Öffentlichkeit, da sind wir uns einig, oder? Das muss ja nicht auf Instagram verbreitet werden, aus einer Wut heraus und so weiter. Vor allem, wenn man am Ende, wie wir gerade schon gesagt haben, eigentlich eher im Glashaus sitzt. Ja. Oder bist du der Meinung, das ist gerechtfertigt, solche Stories rauszuhauen? Vor allem, warum löscht man sie dann 3 Stunden später wieder? Also, das ist ja wieder so eine Handlung, wo man denkt, entweder stehst du zu den Dingen, die du sagst, oder überleg dir 3 Minuten länger, ob du das veröffentlichen möchtest. Genau, also es ist halt, bei Mike ist es immer alles so von jetzt auf gleich, auch mit dem Dubai-Trip, er steigt gleich in den Flieger und fliegt irgendwo hin, oder sämtliche, also es gibt so viele Sachen, er macht immer alles so auf Zack.
Aber wäre halt mal schlau und würde halt einfach mal sein Gehirn einschalten und auch die Delia, dann würden sie halt zusammen irgendwas planen und das dann einfach mal fixieren und peu à peu dahin arbeiten. Okay. Wenn es jetzt darum geht, geht es zurück nach Dubai oder geht es nicht zurück nach Dubai? Was tippst du und was wäre vielleicht deine Botschaft an Delia? Soll sie in München bleiben oder soll sie wieder mit ihm gehen? Also, ja, wie gesagt, ich bin Team Delia, die soll ihre Reichweite bekommen, die soll was draus machen. Die soll halt, auch wenn sie arbeitslos ist, Mike hat ja auch gesagt, sie ist arbeitslos und so weiter, dann soll sie doch da irgendwie anknüpfen, soll Social Media Marketing machen. Also ich finde das toll, wenn sie es machen würden. Aber andererseits, also wenn sie nach Dubai gehen, es dreht sich wieder im Kreis, sie kocht wieder ihre Bolognese und so weiter. Also es geht halt dann nichts vorwärts. Das weiß man, das ist jetzt schon, das ist schon geschrieben, das Blatt. Weil die Okay. hätten sie ja beim ersten Mal ja auch schon machen können, aber haben sie auch nicht gemacht. Und beim zweiten Mal, ob sie es dann machen, ich gehe nicht davon aus. Lass uns mal auf die Anfangsfrage am Ende zurückkommen. Sind das jetzt echte Gefühle oder ist es eine konstruierte Geschichte? Weil ich habe ja zumindest bei ihr ein bisschen das Gefühl, sie benimmt sich schon, also wenn du dir ihre Videos anschaust mit den beiden zusammen, sie legt ihre Hand auf seine Schulter, sie ist sehr dicht, sehr close bei ihm. Also Ja. meine Frau als jemand, der nicht im Business ist und sich nur das als Pärchen anguckt, sagt, sie wirkt verknallt. Ist sie das? Ja, ich denke auch, sie ist verknallt, sie findet den toll, weil er ja immer so viel redet und so viele Pläne aufsetzt vom Gespräch heraus. Und da denkt man sich als Frau, das habe ich ja auch am Anfang gedacht, wow, cool, endlich ein Macher, der wirklich was durchzieht und Pläne hat und die Pläne dann auch durchzieht und umsetzt. Aber zum Umsetzen kommt es halt meistens nicht, sondern das ist alles heiße Luft. Und das ist halt, also ich habe da meinen Schlussstrich gezogen eben damals und dachte mir, okay, dann geh halt. Da komme ich eh nicht vorwärts. Aber sie ist halt wirklich verliebt, das sieht man auch. Und sie will ja irgendwie mal Nähe haben mit ihm. Also ich glaube, dass sie da auch Okay. verliebt ist. Und Mike denkt sich halt, ja, jetzt habe ich wieder eine, wo ich halt schlafen kann, wo ich duschen kann, wo ich meine Wäsche waschen kann. Und schauen wir mal, wie lange. Und ich glaube auch, auch wenn die wieder nach Dubai zurückgehen, kann ja gut möglich sein, keine Ahnung, ich glaube es nicht. Aber wenn sie wieder nach Dubai gehen, weil sie wollen ja da irgendwie einen Neustart haben, dann wird sich Mike auch früher oder später um irgendeine coole Frau da umsehen, die ein bisschen mehr auf der Kante hat als die Delia. Könntest du dir auch vorstellen, dass er alleine zurückgeht? Kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Okay. Du hast selber 2,5 Jahre da gelebt, hast du gesagt. Das ist kein günstiges Pflaster, Dubai. Wie haben die ihre letzten 8 Wochen finanziert? Also, das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Ich meine, diese Zimmer, wo sie waren, hat man gehört, das sind Airbnb-Geschichten gewesen. Deswegen auch nur mal 2 Wochen hier und 2 Wochen da. Aber man muss doch ein bisschen Kohle in der Hinterhand haben, um sich da zu finanzieren, oder? Ja, das ist richtig. Also man braucht Geld, wenn man rübergeht, um die 10.000 Euro alleine schon wegen der Anmeldung. Wenn man das nicht hat, dann kann man es halt gleich bleiben lassen, weil dann ist es halt einfach nur Urlaub. Und wie sie sich finanziert haben, also ich glaube einfach aus dem Rest des Bankkontos von links und rechts, vielleicht von Mike ein bisschen noch, was er hat und von der Delia, was sie halt so irgendwie bekommt, wahrscheinlich vom Arbeitsamt oder wie auch immer. Ich weiß ja nicht, woher die ihre Kohle bezieht, wenn sie arbeitslos ist. Jedenfalls sind das eben die kleinen Häppchen gewesen, die sie halt wahrscheinlich noch gehabt haben. Die Flüge sind momentan günstig, weil eben High Season ist in Dubai, also alles zu heiß und jeder flüchtet aus Dubai. Genau. Okay. Aber du hast gerade gesagt, du bist Team Delia, also drückst du ihr auf jeden Fall die Daumen, dass sie die richtige Entscheidung trifft, oder? Ja, also ich bleib neutral. Was heißt, ja, Team Delia ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich bin auf also 51% wenn dann bei der Delia. Und denk mir, okay, mach was draus. Mike hat eine Reichweite, was ich ja eben damals auch gesagt habe, gib mir deine Reichweite, ich gebe dir meinen guten Ruf und die Leute hier außenrum in München. Und ich habe auch, also wenn das die Delia eben auch so macht, dann kann sie noch mehr Reichweite draus ziehen und kann da eben Business starten. Okay. Genau. Und ansonsten lehnen wir uns weiter zurück, schnappen uns das Popcorn und gucken, was passiert, oder? Auf alle Fälle. Obwohl ich habe da nicht so immer die Zeit und Muße dafür, aber ich schaue immer wieder gerne rein. Genau. Okay. Und das heißt, heute Abend wirst du mal nicht in die typischen Locations gehen, um ihm nicht über den Weg zu laufen, oder? Eventuell. Ja, heute Abend ist ja White Night hier in München Aha. am Starnberger See. Und ich glaube, Mike wird da schon auch rumhüpfen. Okay. Und ich überlege es mir halt, also nicht, weil Mike dort ist, sondern weil meine Freunde dort sind und haben dort eine Lounge. Eventuell werde ich mich da anschließen. Okay, Mike, du Also, hast es ich gehört. weiß nicht.
Alles klar. Ich danke dir total, dass du so spontan Zeit gehabt hast, mit uns ein Ja, bisschen zu gerne. plaudern. Und wie gesagt, Popcorn ist bereitgelegt. Wir schauen, was passiert. Dubai, München, München, Dubai. Wir wissen es alle nicht, was passieren wird. Eines muss man sagen, das große Sommerloch, was gerade existiert, weiß er bewusst zu füllen. Und man spricht wieder und wir haben wieder ein bisschen was zu berichten. Und Mike, Hat doch wieder. nimm alles ein bisschen locker, denn am Ende profitieren wir alle voneinander. In diesem Sinne, vielen Dank, Nadine Jolie. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Dankeschön. Ciao, ciao. Ja, danke, ciao. Jetzt bin ich endlich wieder gut informiert. Vielen Dank, Batti. Das ist journalistische Kompetenz. Dann bis zum nächsten Mal. Denn du weißt ja, mir gehen die Geschichten niemals aus. Und ich bin raus. Dein Mike Sees. Peace. Zum nächsten Mal auf Wiedersehen. Mit Mike Sees war's wieder wunderschön. Doch er lebt bestimmt bald wieder nach. Denn heute ist nicht aller Tage. Wir kommen wieder, keine Frage. Bis dahin, Alter, locker, flockig durch die Hose atmen. Doch er legt bestimmt bald wieder nach. Denn heute ist nicht aller Tage. Wir kommen wieder, keine Frage. Wir kommen wieder, keine Frage. Wir kommen wieder, keine Frage. Bis dahin, Alter, locker, flockig durch die Hose atmen.